Ihr Süßen, wir machen weiter mit Zelda und im letzten Video haben wir hier in den Wäldern einen Riss besiegt bzw. beseitigt. Ich sehe gerade, dass man hier sogar noch reingehen kann, aber Sinistra wartet auf uns, deswegen müssen wir weiterlaufen. Aber man kann tatsächlich hier nochmal rein. Schaut euch das an. Ich frage mich, ob man dann dort nochmal komplett in den Riss reinjumpen kann. Das müssen wir noch herausfinden. Das werden wir noch herausfinden. Unbedingt. Also was heißt Riss? Das hieß ja Wälder nichts. Und die Frage ist, ob man dann auch reingehen kann. Hi. Da werden wir, eure Hoheit. Verzeiht uns den plötzlichen Überfall. Mein Name ist Sinistra. Imp hat mir schon viel verloren. Was stört ihr mich? Ich bin gerade sehr beschäftigt, also lasst mich in Ruhe. Bitte verzeiht unser unangemeldetes Eindringen, aber habt doch bitte die Güte, uns kurz. Ich habe zu tun und muss jetzt gleich aufbrechen, also kommt ein anderer Mal wieder. Ich beschwöre euch, so hört uns doch. Wie oft muss ich es denn noch sagen? Ich muss auf der Stelle aufbrechen und Link zu Hilfe eilen. Das ist doch die Kapuze, die Link getragen hat. Wo ist die her, etwa von ihm? Wie bitte? Ich will alles über diesen grünen gewandten Schwertkämpfer und die Reste wissen. Verstehe ich. Danke euch, Prinzessin. Endlich hat er sich beruhigt. Ach ja, ich wollte eben schon fragen, was ist das für ein Ding, das da die ganze Zeit neben euch schwebt, Prinzessin? Krass, dass jeder Tri sehen kann. Eigenartig, damit gibt es neben Zelda schon zwei weitere Personen, für die das gilt. Anfangs konnte also um die Prinzessin dich sehen, aber uns bleibst du nicht verborgen. Ja, und so ein seltsames Lebewesen habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Was könnten wir beide wohl gemeinsam haben, dass wir es sehen können? Eines fällt mir da direkt ein, wir wurden beide von einem Riss verschluckt und sind von dort zurückgekehrt. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht schüpft der Aufenthalt in einem dieser Risse irgendeine Veränderung in uns hervor. So langsam sollte ich auch einmal vorstellen. Blueberry heiße ich. Ich bin Impas großer Bruder. Und der Name des Schwertkämpfers, der die Prinzessin gerettet hat, lautet Link. Das Schwert der Stärke, das er trug, habe ich geschmiedet. Das Schwert der Stärke, sagt ihr? Prinzessin Zelda, ein blaues Ungeheuer hatte euch entführt und genau dieses Ungeheuer wollte Link besiegen. Ich habe mein Leben der Erforschung der Geschichte Hyrule gewidmet und Risse spielen dann eine wiederkehrende Rolle. In unserem Land sind schon immer von Zeit zu Zeit kleinere Risse erschienen und manchmal sind auch Leute von ihnen verschluckt worden. Wem dieses Schicksal widerfährt, der kehrt nie mehr zurück. Er ist sprichwörtlich wie vom Erdbaum verschluckt. Seit alters her sprechen die Leute davon, dass jemand weggezaubert worden sei. Jetzt kommt Link ins Spiel. Er hat für mich gegen die Monster gekämpft, die herauskommen, wenn sich irgendwo ein Riss auftut. So wollten die möglichst viele Leute davor bewahren, weggezaubert zu werden. Mein Beitrag war ein Schwert, das ich für ihn geschmiedet habe. Es ist besonders effektiv gegen die Monster aus den Rissen. Und nun ist dieses Schwert in euren Händen, Prinzessin. Das Schwert der Stärke, das ich für Link erschuf. Link war also auf der Mission, die Risse zu bekämpfen. Unter den Monstern, die aus den Rissen gekrochen kamen, war ein besonders furchterregendes blaues Ungeheuer. Unsere Theorie war, dass wir nur dieses blaue Ungeheuer bezwingen müssten, um das ganze Phänomen der Risse ein für alle Mal zu beenden. Laut dem, was ihr mir erzählt, Prinzessin, ist es Link tatsächlich gelungen, seine Mission zu erfüllen. Das Ungeheuer ist bezwungen. Doch die Risse sind nicht verschwunden, im Gegenteil, sie breiten sich überall aus. Unsere Theorie hat sich also als fehlerhaft erwiesen. Der Riss im Wald wurde geschlossen, trotzdem bleibt Link verschollen. Ich muss zugeben, mir ist unklar, was nun der nächste Schritt sein sollte. Euer Hoheit, werter Blueberry. Als ich in Schloss Hyrule vom Riss verstückt wurde, hatte ich das Gefühl, an einem fernen Ort geschleudert worden zu sein. Und die Prinzessin fand mich schließlich in einem ganz anderen Riss, in jenem, der sich hier im Wald aufgetan hatte. Wie bin ich über eine so weite Distanz transportiert worden? Die Welt innerhalb der Risse ist ganz anders verbunden als diese Welt hier.
Meine Gefährten haben mir erzählt, dass es auch anderswo noch sehr große Risse gibt. Der König und die anderen befinden sich womöglich in einem dieser Risse und somit an einem ganz anderen Ort. Dann geht das Herz auch gelingen. Hör mal, Zelda, ich fliege mal eben ganz hoch, um mich umzusehen. Vielleicht kann ich von dort die anderen Risse sehen. Tschüssi. Hallo wieder. So, ich habe mir einen Überblick verschafft. Ich weiß zwar nicht, in welchem Riss dein Vater und die anderen sind, aber ich habe weitere größere Risse gesehen, die wir betreten können. Oh, okay. Zwei nur? Ich habe die Stellen auf deiner Karte verzeichnet. Wenn wir alle Risse schießen, können wir die Verschwundenen sicher retten. Also lass uns aufbrechen. Einverstanden, Zelda? Hä, wieso nur zwei? Nein, halte, deine Prinzessin darf sich nicht solcher Gefahr aussetzen. Warte, noch besser. Die Stimme, die passt zu Sinstra. Nein, halte dein, eine Prinzessin darf sich nicht solcher Gefahr aussetzen. Das passt zu Sinstra. Das darf eine Prinzessin ja wohl selbst entscheiden. Und in der Tat ist sie die Einzige, der es bisher gelungen ist, einen Rest zu schießen. Damit Hyrule diese Krise übersteht, muss jeder von uns seinen Beitrag leisten. Das stimmt zwar, aber... Prinzessin, würdet ihr zusammen mit Tri eine Reise durch Hyrule antreten und euch vor Ort der Liste annehmen? Das ist unsere einzige Chance, sie zu schießen und den König und die anderen zu retten. Sinstra, du hilfst mir hier bei meinen Nachforschungen bezüglich der Risse, um die Prinzessin auf ihrer Mission zu unterstützen. Jawohl, Nachforschung ist mein Spezialgebiet. Die vom werten Tri kennzeichnete Risse scheinen sich in der Gerudo-Wüste sowie in den Jabul-Gewässern zu befinden. Solltet ihr genauere Informationen zu diesen beiden Gebieten nutzen, könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll an mich wenden. Euer Hoheit, ich hoffe, ihr werdet euren Vater, den General und die anderen Verschwundenen recht bald finden. Eines noch, das Schwert, das ihr nun tragt, bringt noch ungenutztes Potenzial. Mithilfe meiner Forschung kann ich euch diesbezüglich vielleicht helfen, wenn das euer Neugier weckt, sprecht mich drauf an. Ja, natürlich. Die mysteriösen Risse abgeschlossen, sehr schön. So, hallo. Ja, wie gesagt, habe ich es geschmiedet, trägt den Namen Schwert der Stärke. Ich hatte schon länger das Mineral erforscht, das oftmals an den Stellen gefunden wird, wo sich anders befindet. Im Zuge dessen fand ich heraus, dass die ausrissen auftauchenden Monster empfindlich auf dieses Mineral reagieren. Oh, und wie ich sehe, seid ihr auch schon drauf gestoßen. Ich rede von den blauen Kristallen, die ihr da habt. Ja, haben wir erhalten. Ich stopfe diese Erzbaumkristalle der Stärke und schmiedete daraus das Schwert. Bei meinen Rissforschungen lernte ich den jungen Link aus dem Sodelia-Dorf kennen und überreichte ihm schließlich die Waffe. Link lernte das Schwert wie keins weiterzuführen und ich erforschte Methoden, es mit Hilfe von Kristallen der Stärke weiter zu stärken. Die Frucht meiner Bemühungen ist die Maschine dort in der Ecke. Huch, bei genauer Betrachtung scheint das Schwert etwas von seiner früheren Stärke eingebüßt zu haben. Doch wenn wir es eifrig verbessern, wird es sicher bald schon wieder schärfer schneiden als jemals zuvor. Wenn ihr im Besitz von Kristallen der Stärke seid, könntet ihr die Maschine ja mal ausprobieren. An der Maschine in Lubberrys Haus kannst du unter Einsatz von Kristallen der Stärke Verbesserungen an Waffen durchführen. Wow! Oh nein! Warte. Man kann die Leiste, aber auch das Schwert verbessern. Ich will, glaube ich, die Leiste verbessern, damit ich länger Link sein kann. Ist cool. Alter. Geil. Energieleiste hat Level 2 erreicht. Das ist schon ein Unterschied. Auf jeden Fall ein Unterschied. So, wir haben keine Punkte mehr. Komm wieder. Tschüssi! Was haben wir hier unten so? Ansehen? Lübers Tagebuch liegt verlockend auf dem Tisch. Oh! Das an der Standung für das auf den Mineral Vulgo-Kristall der Schärke scheint wundersame Eigenschaften zu besitzen. Ich konnte beobachten, wie Monster aus dem Rissen vor dem Mineral zurückstecken und jede Berührung meiden. Ja, das haben wir ja gehört gehabt. Okay. Gibt es neue Informationen? Okay. Okay.
Okay. Okay, verstehe. Was heißt weitere Einträge? Okay, das haben wir schon alles gelesen. Okay, danke. Ja, das waren ja Informationen, die er uns das schon mitgeteilt hat, deswegen hat mich das gerade ein bisschen irritiert. Eine Sekunde. Wollen wir mal ganz kurz schauen, ob man tatsächlich da wieder in das Nichts eintreten kann? Das interessiert mich. Und? Nee. Schaut euch das an. Sudelia-Ruinen, ja, ist schön, aber ist komplett close. Interessant. Gut, dann einmal hier zurück. Haben wir die Frage schon mal geklärt. Ich würde gerne einmal zu diesem Typen, von dem die Frau verschwunden ist. Oh, der hat eine Quest. Wollen wir das machen? Der hat doch diesen Dialekt gehabt. Hallo Fremde. Hast du gut Zeit für mich? In letzter Zeit passieren ja so einige schlimme Dinge, nicht wahr? Und diese öffnen sich Monsterstreifen in größere Ulme. Meine arme Frau macht sich deshalb riesige Sorgen. Ich möchte ihr irgendetwas Interessantes zeigen und sie so auf andere Gedanken bringen. Ich habe da auch schon eine Idee. Ich habe nämlich letztens eine große fliegende Pflanze gesehen. Aber bei einer Höhle tief in den Wäldern habe ich sie leider aus den Augen verloren. Seitdem konnte ich sie nie mehr finden. Ob das eine Illusion war oder eine Einbildung? Ich frage mich, ob diese Pflanze je noch einmal finden werde. Die fliegende Pflanze. Ziel festlegen. Aha. Und wo ist diese Pflanze? Die Frau ist schon da. Können wir mit ihr mal sprechen? Ich habe erfahren, dass mein Mann die ganze Zeit am Stadt und nach mir gerufen hat, nachdem ich davon verschluckt worden war. Ich befürchte, ich hätte mich nicht mal in die Nähe davon getraut, wenn er an meiner Stelle verschluckt worden wäre. Seitdem ich davon weiß, fühle ich mich wieder wie frisch verliebt, auch wenn es mir viel zu peinlich wäre, ihm das direkt zu sagen. Oh mein Gott, wie süß ihr seid! Schnuckelis! Ich werde euch helfen! Wo ist diese fliegende Pflanze? Ich habe die große fliegende Pflanze in der Nähe einer Höhle tief in den Sudalia-Wald. Okay. Eine Sekunde tief in den Sudalia-Wald neben einer Höhle. Hier ist eine Höhle, haben wir abgeschossen. Da ist eine Höhle, haben wir abgeschossen. Was ist das hier? Eine andere Mission. So, laufen wir. Das ist ja alles Sudelia-Wald. Den können wir uns hier mal umschauen. Und was ist das hier? Oh, zweimal die Suche nach dem König. Okay. Das sollen die Risse markieren wahrscheinlich. Zack. Aber das ist Sudelia-Gras dann. Ich muss tatsächlich hierhin zurück. Dann gehen wir mal zu den Höhlen. Schauen uns mal die Höhlen an. Das ist Höhle Nummer 1. Hier ist kein Pilz. Sorry, fliegender Pilz. Und hier ist gleich die zweite Höhle. Wir einmal gestorben sind. Auch kein Pilz. Hm. Ein alter Mann aus dem Sudelia-Dorf suchte eine fliegende Pflanze, die er einmal im Wald gesehen hat. Er hat sie bei einer Höhle tief in den Sudelia-Wäldern. Bei einer Höhle. Okay, ich glaube, die muss dann in der Höhle sein. Wir waren ja in den beiden Höhlen gewesen. Lass mal einfach duschraschen und mal schauen, tatsächlich hier ist. Wir müssen ja nicht kämpfen.
Okay, nein, hier ist nichts. Ah, nein, ich nicht schlagen. Aua, aua, aua. Okay, hier war nichts. Da muss es die andere Höhle sein. Ich bin friedlich. Aber in die nächste Höhle. Höhle Nummer 2. Da haben wir unser Herzcontainer erhalten gehabt. Aua, ich dachte, ich kann einfach rüberspringen. Drecksack, Alter. Sonst würde ich auch noch besiegen, ha? Komm. Gleichgesinnte. Jawohl. Also hier ist auch kein Pelz. Aber seltsam. Aber er sagt Sudelia-Wälder. Es kann ja nur hier sein. Es gibt ja sonst keine andere Höhle. Vielleicht ist er doch draußen. Gucken wir mal. So. Tagebuch. Sudelia-Wälder. Hier ist Sudelia-Wald, okay? Ab hier ist es nicht mehr Wald, sondern Grasland. Vielleicht geht's aber noch weiter, weil hier ist nichts. Ich habe nichts gefunden. Schade. Mal heilen. Und mal hier hochgehen. Noch mal schauen. Was? Noch eine Truhe? Das kann doch nicht sein. Hier ist sicher als Link kämpfen. Komm, let's go. Let's go! Komm her, du Drecksack. Krass, dass noch eine Truhe getriggert wird. Oh, seltsam. Echt seltsam. So, wie kommen wir hoch? Ich habe ja eine Taktik. Habt ihr schon letztens gesehen gehabt? Zwei von denen. Und. Nein, nicht verwandeln. Und. Zusätzlich ein Trampolin. Das müsste reichen. Yes. Ey, das finde ich cool, dass diese Festungen wiederbelebt werden. Da ist eine versteckte Höhle, Leute. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Alter. Da war eine versteckte Höhle. Krass. Oh, was ist denn das? Hä? Den kann ich doch gar nicht attackieren. Warte. Warte. Wie machen wir das am besten? Komm, greif an. Nochmal. Nochmal. Jawohl. Nochmal. Da ist es der. Killeranas gemerkt. Das war, glaube ich, die Mission dieser Höhle, dass wir diese Killeranas freischalten. Interessante Einheit auf jeden Fall. Gebt euch das mal. Okay, ich kann nur eins davon. Ey, das ist eine brutale Einheit. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Gibt es hier noch etwas? Abtauchen. Kann ich hier gerade durch? Nee, ne? Sah nur so aus. Okay. Nein, die Münzen sind weg.
Also einmal zurück. Also tatsächlich muss man sich alles anschauen. Also das muss ich mir auch noch anschauen hier. Hier könnte auch was versteckt sein. Hier ist definitiv nichts mehr. Das schauen wir uns kurz mal an, Leute. Die Map, die zeigt uns schon, wo Verstecke sind und wo nicht. Ich hätte mir denken können, dass hier unten was ist. Schaut euch das mal an. Ich will es mir kurz anschauen hier jetzt. Ja, das ist die andere Seite. Ja, das ist eine Truhe. Krass. So, meine neue Einheit. Einfach nur Geisteskrank. Hör es an. Okay. Also. Ja, war jetzt nichts Besonderes, aber egal. Wir sind dann 100% interessiert, Leute. Da ist etwas wichtig. Daneben ist schon abgeschlossen. Da freut er sich. Das gönne ich denen auch, diesen Süßen. So, hier bitteschön. Oh, das ist ja die Pflanze, die ich gesehen habe. Du hast sie extra für mich gesucht. Danke, Fremde. Dann rufe ich sofort mal meine Frau, damit sie... Moment mal, das ist ja ein Monster. Schnee und nie was. Puh, das war ein Schock. Jetzt hast du dir die ganze Arbeit gemacht, aber wenn ich meiner Frau ein Monster zeige, sich der Neumut ihr ein Herzinfarkt. Okay, ich hör auf, Leute. Ach, Liebling, was hast du da wieder ausgelegt? Der ganze Aufwand nur für mich? Ach, das ist... Ich schmelze gerade weg. Waitera, hast du dazugehört? Ja, da ich dem schließlich laut genug, aber du brauchst dir wirklich keine Sorgen, um mich zu machen. Mich reicht es schon, wenn du bei mir bist. Das ist genug, um mich aufzuwandern, wenn ich mir zu viele Sorgen mache. Da wird mir ja ganz warm ums Herz. Ich habe das Gefühl, du haltest mich mehr auf als umgekehrt. Hör mal, ich habe nachgedacht, wenn ich alles wieder etwas beruhigt hat, wollen wir dann eine Reise unternehmen? Oha, sehr gerne, da müssen wir gleich mal zusammen überlegen, wo wir hin möchten. Kommt nach Frankfurt, ich zeige euch was. Ne. Okay, ist nur ein Kristall, aber why not? Das hat sich schon mal gelohnt, die Nebenmission. Nice. Sehr schön. Nicht mitlachen. Alter, nice. Die fliegende Pflanze abgeschlossen. Jetzt einmal nochmal hier rein. Hat er was Neues? Oh ja, was ist denn das? Ja. Blaus Elixier. Okay, füllt Energie auf. Was ist das? Hey. Füllt Energie, füllt Herz und Energie auf. Oh, cool. Ja, ich brauche es gerade nicht, aber cool, dass ich wusste nicht, dass es das gibt. Geile Sache. Habt ihr noch eine Mission für mich? Okay, du nicht. Hey. Und ich kann, glaube ich, hier reinspielen, kann das sein? Ja. Und noch eine Truhe. Die habe ich im Link gelegt. Nun, wir uns mal auskommen. Und wieder aufstehen. Hier hat safe Link gelebt, Alter. Zack. Okay, das ist auch keine Mission. Sind wir wohl durch hier? Hier ist eh nichts. Ich glaube, das ist eher das Linkshaus ist. Mit Blümchen, Blümchen und so. Da unten war, glaube ich, auch nichts. Da war diese Obi gewesen. Oh, da ist ein Obi dazugekommen. Hallo, danke, dass du mir meinen Wunsch erfüllt hast. Bald gehe ich mit meiner lieben Frau auf Reise. Ach so, das ist der gewesen. Okay. Oh, dann habe ich aber die Leute verwechselt. Dann ist das der Typ von dieser Frau hier, die wir gerettet haben. Ich bin verwirrt. Ich dachte, diese Frau ist... Hä? Eine Sekunde. Ich muss mal mit dieser Frau reden.
I'm confused, aber egal. Gut, Leute, wir sind durch. Das war jetzt ein Video als Nebenmission-Video. Wir haben auch wieder 25 Minuten verbraucht. Im nächsten Video machen wir weiter. Wir werden hier links rumgehen und mit der Suche nach dem König starten. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.